Beste tut dem Ruby gut. Dir ist schon klar, dass wenn du sowas machst, dass ich das mit reinnehme? Nein, nein. Gut, dass du keine Videos schneiden kannst. Nicht so motiviert, Digga. Was denn? Kann ich mich bewegen mit dem Nacken. Das ist Schlamm von seinen Hufen, was ich gerade ausgekratzt habe. Mutter. Was hat denn der da in der Box? Schlamm. Ja, hübsch bist du, Schatzi. Hübsch bist du. Hm? Was erzählst du? Hübsch ist er. Oh, Schatz. Sag's mal. Was, Magic Fingers? Was hast du denn da? Fängt sie an zu huddeln. Für die Nicht-Hessen zu schludern. Auf Hochdeutsch unordentlich zu arbeiten. Was machst du da schon wieder? Nix. Schatzi, Lust? Das Pferd wird gerade von den Fliegen aufgefressen. Yeah, die bösen Fliegen fressen mich auf. Das Fell, was ich jetzt quasi gelockert habe, hole ich jetzt einmal mit dem Rundstiegel. Rundstiegel? Du wolltest bestimmt Stiefel sagen. Stiefel? Nimm her. Ja, nimm doch. Gib doch die Kamera mit. Ich jetzt einfach mit dem Rundstriegel nochmal runter. Könntest du aufhören, mich zu hauen? Du Schlaftablette, komm. Da hat sie drei Kinder lassen lassen. Ich bin ja auch noch nicht fertig. Was soll das denn hier? Interessieren und ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ob der Mann. So geht das hier, wenn man mit der Kamera spricht und nicht aufpasst. Oh, Rubi! Einmal die ganzen Rasen rausgerissen. Lust oder keine Lust? Weil, was ich auch völlig verstehen kann und respektiere. Ich habe hier gleich irgendwann Heu auf meinem Kopf. Was hast du eigentlich dazu? Nee. Kopfschütteln, gell? Mach den Kopf auf. Ich frag den auf. Oi. Du bist doof. Guck mal, wie er schnarcht. On. De. Ra. Tü. Auf geht's. Los. Beweg dich. Ja. Renn mich doch nicht um. Ich habe übrigens ein Pferdeauto, habe ich dir schon mal erzählt? Also generell sieht es bei mir immer aus wie Sau. Also man sieht zum Beispiel hier meine Pferdetasche, meine Fototasche, meine Handtasche, Fliegenspray, was noch aufgefüllt werden muss. Und auf meine Rückbank darf man auch nicht gucken. Ich mache den doppelten Fuchsschopf. Nach dem Gröberen folgt das Feine mit meiner, wie heißt es, Diamond Claws. Eigentlich ist das schon erschreckend, dass mein Mann noch nicht mehr es geschafft hat, in den ganzen Jahren Abonnent von meinen Kanälen zu werden. Ab. Was filmst du eigentlich? Ins Holzen, bitte. Das Wildpferd. Das wildes Pferd. Ja, wild. Ja, der wilde Mustang ist das. Mhm. Und ihr könnt. Jetzt muss ich erstmal. Äppelst du jetzt gerade noch? Na. Du guckst jetzt mal brav. Wir machen dich gleich fertig. Nase. Tschüss. Nee, ich bin nur noch gar nicht mehr im Video. Du erzählst sowas vom Wildpferd. Ja. Dann kannst du auch einen Streichelzoo stellen. Und wenn es was zu essen gibt, macht er das. Was schwatzt denn ihr schon wieder da? Wie lästern. Erzählt er dir schon wieder blödes Zeug?
Im Dunkeln lässt sich's gut munkeln. Das ist immer so geil. Ich liebe diese Perspektive von diesem Video. Das ist echt so. Und hier unten sieht es aus, als ob du so einen Minikopf hast. Und da oben geht's. Und da gerade hat sie so dieses breite Gesicht. Und ich führe etwas Selbstgespräche. Reiten will? Ja, dann werde ich mir auch überlegen, dass ich natürlich das Reiten runterschrauben werde. Ich möchte kein Heu, aber danke. Das ist sehr nett von dir. Das ist im Prinzip etwas mit Kanna. Kanna? Kanna? Anna? Nein. Kanna? Kanna nett? Kanna nett. Kanna, die Geschichte. Was? Wie heißt das denn? Komm. 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 Nicht zu schnell. Ist klar. Kanna? Ja, sag mal. Nein, Quatsch. Das habe ich auch noch falsch gelesen. Was? Cannabinoide Substanzen. Cannabinoide Substanzen. Das hast du jetzt bei Wikipedia gelesen, oder? Nein, nein, nein. Kann man sich denn auch so ein Wort behalten? Cannabinoide Substanzen. Okay, man sollte schon wissen, was man seinem Pferd so an Medikamenten gibt, ne? CBD einfach. Der haut mich. Und warum? Der haut mich. Zu Recht. So. Give me the camera, please. Ja, lass doch mal los. Nimm sie doch einfach. Ich euch gerade noch mal einmal im Schnelldurchgang zeigen. Ich meine Tablettenerinnerung. Erster Punkt, Ausbildungsskala des Pferdes. Ihr kennt sie alle. Was guckt ihr mich denn jetzt so an? Habe ich irgendwas in meinem Gesicht? Habe ich irgendwas an mir? Komm. Der sah schon mal schlimmer aus. Den habe ich, als bevor die Julia kam, extra aufgeräumt. Okay. Du oder die Mutter? Nein, den habe ich aufgeräumt. Du musst ja mal gefragt werden. Ja, muss ja auch mal gesagt werden, den habe ich aufgeräumt. Alter, gehst du Sauna? Ja, und die Sichel oder was, ne? Ja, was du schon? Für dein Pferd. Also für den, ja, aber dann, die muss doch nicht da stehen bleiben. Ich dachte, den nimmst du wieder mit. Ja, und wenn der Vorgarten gemäht werden muss? Der Vorgarten. Wir brauchen einen Gärtner für Rubis Vorgarten. Wieso? Hast du doch hier. Dann fange ich immer mit der Grundübung an, also mit der einfachsten Übung, nämlich einfach mit der Unkrautjätenübung. Könntest du das bitte wieder hergeben? Ich weiß noch nicht mal, ob das gesund ist, was du da isst. Lass das bitte. Nein. Nein, wir essen jetzt. Lass los. Na, was ist das überhaupt? Kann dir auch nicht helfen, Dicker. Kameramann ist auch nicht. Postmann. Das ist auch der Gärtner. Warte, nee, Postmann nicht. Meine Pakete kriege ich meistens noch, wo ist vor die Tür? So ab und zu. Du bist der Futterträger. Die schweren Säcke trägst du. Jean, Brit. Wie so ein kleines Kind, was eher irgendwo in der. Das verhält sich für schöner Ritt. Das rappelt im Karton, tong, 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 tong. Mein Spind wollte ich euch mal zeigen. Jetzt ist doch mal gut. Geh, könnt ihr einfach gehen. Ja, können wir machen. Im Video absolut nicht vorkam. Mausi, ich los da. Ich los da. Was ist? Wackel ich hier, Mann, Mann, Mann. Ja, hast kein Gimmel mehr und schon wackel ich hier. Passend zu dem Hashtag, den ich gestern genannt habe, I'm not perfect. Verschwind!